Hallo nochmal für die Kamera, ich bin die Carla Spilottini, quasi in Salzburg geborene Künstlerin, unterrichtende Forscherin. Und ich möchte heute gerne ein bisschen reden über das Thema meines Talks ist Material Practices. Und es geht ein bisschen um meinen persönlichen Zugang zu künstlerischer Forschung einerseits und um die Liebe zum Material und zum spielerischen, unbefangenen Experimentieren mit diesen Materialien. Künstlerisches Forschen oder wie ich es in Holland gelernt habe, RT&D, also Artistic Research and Development, gibt es in echt vielen verschiedenen Bereichen. Am meisten kennt man es aus Bereichen wie zum Beispiel Biohack Labs. Wem das kein Begriff ist, ich glaube, es hat letzten Monat dazu einen Talk gegeben vom Günter Seyfried. Der Lukas Žižek, glaube ich, arbeitet in Wien im Pavillon 35, die machen Biohacking. Ganz berühmt ist auch das Victimless Leather zum Beispiel vom Tissue Culture and Art Project, das ist aus Australien, die tatsächlich quasi Fleisch oder Leder gezüchtet haben im Reagenzglas. Das ist eindeutig sehr, sehr verwoben mit, sagen wir, Naturwissenschaften. Auch die Histograms, das sind so quasi Foto belichtet auf Hefebakterien, die sie dann verfärben, also quasi, würde man es nennen, vielleicht lebende Fotogramme. Ganz interessant. Da gibt es auch so Spiele mit leuchtenden Bakterien und so. Das ist gerade sehr im Kommen und da gibt es viele Labs, die sich im Moment damit sehr beschäftigen. Mein Zugang ist eher freier, würde ich behaupten. Also ich bin im Moment an keiner Institution angestellt oder tätig, bei der ich direkt forschen würde. Und mein Forschungsprozess schaut ein bisschen persönlicher aus. Was man bei künstlerischer Forschung immer sagen kann oder wodurch es immer quasi gerechtfertigt wird, ist, ja, den Künstlern fallen ja Ideen ein, die den Wissenschaftlern, so einen trockenen Physiker, der nur im Labor arbeitet, so nicht einfallen würde, weil Künstler ganz blöde Anwendungsideen haben. Und ich weiß nicht, wie haltbar das halt in Wirklichkeit ist, ob man das hundertprozentig bestätigen kann, aber für mich schaut es schon so aus, dass ich Materialien verwende, die man aus einem anderen Kontext kennt und die den Versuch irgendwie neu anzuwenden und neu zu gestalten. Also die Arbeit am Material ist mir sehr wichtig, also eine Art haptische Arbeit, dass ich da viel damit mache, mit Räumen zu gestalten, Räume zu gestalten. Was ich halt nicht drinnen habe in meiner künstlerischen Forschungsart, sind objektivierbare Entscheidungen. Also ich liefere am Schluss keinen Forschungsbericht ab, wo drinnen steht, Material A und B wurde aus dem Grund A und B verwendet und ich habe genau aus diesen Hypothesen diese Entscheidung oder dieses Endergebnis gefasst. Also mein quasi Endergebnis sind dann die künstlerischen Werke an sich. Ich habe mir gedacht, ich stelle einfach ein paar Arbeiten vor und erzähle, was das Faszinierende dran für mich war, Material, damit die Zuhörenden hier ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie mein Zugang so ist. Das war die Arbeit, die heißt Uncertain Paths, die habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Corinna Lindinger gestaltet. Unsere Faszination lag in zwei Dingen. Einerseits in einem früheren Forschungsprojekt, das ich nachher gleich herzeigen werde, wie man Tonerzeugung auch anders gestalten kann als in klassischer Lautsprecherform. Da gibt es dem vorausgegangen von der Hannah Perner-Wilson, die auch mit im Subnet schon mal war, zu Gast. Experimente, wie man auf Papier Lautsprecher machen kann, mit einem Magneten, mit einem Kupferband. Und wir wollten Lautsprecher skulptural formen. Also wir wollten gleichzeitig, dass es Objekte sind, die stark im Raum stehen. Und andererseits hat uns sehr interessiert der Prozess des Papierschöpfens. Und wir haben uns dann ins Atelier gestellt und haben tagelang Papier geschöpft. Wochenlang sogar. Und entstanden sind dann diese Objekte, die
drei Ansorten Parts-Objekte, die, wie man vielleicht in dem Bild sieht hier, kann man erkennen, das ist eine Spiralenform und das sind in Papier eingearbeitete Kupferspiralen, über die direkt die Audioinformation geschickt wird. Und dahinter hängt ein Magnet und dadurch, dass die elektrischen Impulse mit dem Magneten interagieren und das Papier sozusagen als Membran funktioniert, werden eigentlich diese Objekte direkt zu Lautsprechern. Also wir haben die Form des Lautsprechers ein bisschen ad absurdum geführt, ja, so wie man es kennt, die schwarzen Kisten, die überall rumstehen. Das war ein Projekt, das auch aus der Subnet Residency hervorgegangen ist. Danke, Subnet. Die eigentlich sehr unterstützen. Das nächste ist ein Projekt, das habe ich, ich war in Holland ein halbes Jahr angestellt am V2, das ist ein Institute for the Unstable Media. Die sind eine Medienkunstforschungseinrichtung und haben zu der Zeit, als ich dort war, einen sehr großen E-Textile-Schwerpunkt gehabt. Und ich bin eingeladen worden, um folgendes Forschungsprojekt dort zu erforschen. Also es war auch wieder auf der Basis von Lautsprecher, wie Lautsprecher funktionieren. Und es war vor der Arbeit, die ich jetzt gerade hergezeigt habe. Und das war sehr wohl im institutionellen Bereich. Und es war sehr toll, weil ich wurde bezahlt dafür, wirklich zu forschen und zu basteln eigentlich. Da habe ich versucht, tatsächlich eine Spule aus Kupfer sozusagen zu stricken und so wie ein Proof of Concept ein bisschen zu schauen, ob das funktioniert. Und es hat tatsächlich funktioniert. Man sieht hier, wie dieser Entwurfsprozess ausgeschaut hat. Ich habe wahnsinnig viele von diesen Proben gestrickt in verschiedenen Größen, verschiedenen Formen. Das als Membran hat in dem Fall ein gewobener Stoff funktioniert und es war auch wieder natürlich ein Magnet. Hier sieht man den Aufbau, wie er physikalisch funktioniert. Natürlich sind Strickmaschen alles andere als die optimale Form einer Spule. Aber man könnte es natürlich umwandeln, indem man eine Maschine erfindet, die anders strickt und die Maschen umdreht. Dann könnte man wieder tolle magnetische Formen erzeugen. Aber es hat auch so funktioniert, es war hörbar und ich habe dann sozusagen am Ende des Forschungsprojektes so ein Soundhoodie draus gemacht, das man aufsetzen konnte, das sich weich angefühlt hat und das quasi das Tragen von Kopfhörern obsolet machen könnte. Mit ein bisschen Weiterentwicklung. Leider wurde dieser Teil des Forschungsinstituts geschlossen, als ich mein Forschungsprojekt dort beendet wurde. Das nächste Projekt ist auch im Rahmen einer Subnet Residency entstanden. Das war Formationen, hieß die Arbeit. Und was mich daran interessiert hat, war ein Material, das nennt sich Nitinoldraht. Das ist ein SMA, ein Smart Memory Alloy. Das sind spezielle Metalllegierungen, die auf Einwirkung von Hitze bzw. Einwirkung von Strom, der dann auch Hitze erzeugt durch den Eigenwiderstand des Materials, einerseits sich wieder zurückformen in die Originalform, aber andererseits, wenn man Kraft daraus ausübt, sich auch ein bisschen zusammenziehen. Das waren die ersten Prototypen, aber man sieht diese ganz leicht flügelschlagende Bewegung, die die vollziehen. Und die hängen halt komplett lautlos im Raum, was ich eigentlich ganz schön finde. Also daraus, aus der Beschäftigung mit dem Material, hat sie auch diese Form entwickelt und dieses für mich etwas vielleicht Erhabene, ja, dass die da so ganz unauffällig im Raum hängen und sich dann doch ein bisschen bewegen. Und das letzte Projekt, das ich herzeigen möchte, heißt Huellas Migratorias und ist entstanden letztes Jahr im Rahmen einer Einladung von einer Künstlergruppe in Tarragona in Spanien. Das ist 80 Kilometer von Barcelona entfernt. Und ich wurde eingeladen, an dem dortigen Busterminal was zu machen. Und zu der Zeit fand ich gerade auch ein sehr tolles Material gestoßen. Die heißen Liquid Crystal Paneele. Vielleicht
kennen das manche Leute aus der Kindheit oder aus der Jugend, diese Thermometer, die man sich an die Stirn geben kann und das, je nach Farbe hat man dann Fieber oder nicht. Die gibt es in verschiedenen Temperaturausprägungen. Das funktioniert auch ganz interessant. Das sind auch spezielle Kristalle, die je nach Temperatur andere kristalline Formen einnehmen. Und je nachdem, wie sie sich drehen, wie weit sie sich drehen, desto wird die Temperatur anders gesteuert. Und es ist eigentlich ein schönes Material, weil es eigentlich ohne Einwirkung von Elektronik allein schon auf die Umgebung reagiert. Und das mit dieser Busstation ist so, dass viele, viele Menschen dort täglich in die Arbeit pendeln, es sind Touristen dort, es sind viele Migranten, die vielleicht im Süden oder im Landesinneren arbeiten und ihre Familien dort haben. Also es ist ein sehr transitorischer Ort. Was auch in der Nähe ist, ist ein großes Vogelreservat, wo die ganzen, viele, viele Zugvögel, die von Nord nach Süd wandern, dort kurz Zwischenhalt machen, um dich auszuruhen, oder manche überwintern auch dort, je nachdem, wo sie herkommen. Weil es diese beiden quasi als transitorischen Ort definiert, habe ich mir dann entschlossen, dieses Material und die Eigenschaften des Materials zum Teil eines quasi etwas abstrahierten Vogelschwarms zu machen, der sich da durch die Eingangshalle windet. Und die helleren Teile, die man hier sieht auf dem Bild, und die dunkleren Teile sind eben diese Liquid Crystal Paneele, die in verschiedenen Temperaturen dann erleuchten. Also manche fangen bei 20 bis 25 Grad an, die Farbe zu ändern. Das, was ich gerade durchgegeben habe, ist von 29 bis 33 Grad. Also bei Berührung reagiert es ziemlich heftig. Und eben je nachdem, welche Tageszeit gerade ist oder welche Jahreszeit, wie warm es oder wie kalt in dieser Eingangshalle ist, reagieren diese Elemente anders und haben jeweils andere Farben. Also auch ein ständiger, quasi eine riesige Symbolik für den ständigen Fluss, der in diesem Ort stattfindet, an dieser Busstation. Ja, also man sieht, meine Arbeit ist sehr, sehr, sehr prozessbasiert. Es wird von einem Ergebnis das nächste. Insofern würde ich es halt vielleicht als Forschung, als künstlerische Forschung in dem Sinn, dass man einzelne Forschungsschritte vollzieht und von darauf hin den nächsten Forschungsschritt entscheidet und schaut, was dabei rauskommt. Nur, wie gesagt, bei mir ist es kein Forschungsbericht, sondern halt das Kunstwerk, was am Schluss dabei rauskommt. Ja. Also würde ich quasi zusammenfassend sagen, dass es vielleicht bei mir ein Zusammenhang aus künstlerischem Forschen und forschender Kunst ist.